Hallo Maurizio. Hallo Helene, oder wie es in der Schweiz heißt, hallo Helen oder ciao Helen, genau. Genau. Herzlich willkommen allerseits. Ihr dürft auch gern eure Fragen stellen. Wenn es reinpasst, blenden wir sie mit ein. Maurizio, deine Bühne, welche Story hast du uns mitgebracht? Wo möchtest du unsere Teilnehmer mit hinnehmen auf dem Weg in deinem Leben? Der Name offenbart, denke ich, schon das eine oder das andere, wo ich genetisch herkomme oder abstamme. Es ist aus dem Süden, aus Italien, und von der Art, wie ich spreche, ist es auch kein Geheimnis. Ich lebe in der Schweiz, in Zürich, also mehr auch mit dem dürfte ich mehr sprechen auf diese Art, aber ich probiere es ein bisschen angenehmer für eure Ohren zu gestalten. Ja, meine Story, als Italiener, als Zweitgeneration Italiener hier in der Schweiz und Ü50 kann man einfach zurückrechnen. Meine Eltern migrierten hier in die Schweiz als sogenannte Gastarbeiter. Die Schweiz rief damals Arbeitskräfte und die Schweiz von damals war überrascht. Es kamen nicht Arbeitskräfte, also Human Resource, sondern es kamen Menschen. Ja, es war ein bisschen ein kultureller Schock für die damalige Schweiz. Da kommen Leute, die sprechen mehr mit Gestik und die sprechen sehr laut und singen und machen Musik und das ganze Portfolio, die waren überfordert. Und diese Überforderung, ja, kriegten wir unverdünnt ab. Und wir erhielten sehr schnell den Übernamen Cinque. Und Cink ist nichts anderes als im Dialekt vom Norden oder aus der nördlichen Hemisphäre von Italien. Cink, Cink ist die Zahl 5. Und wieso? Wir spielten ein Spiel, das war immer mit der Zahl 1, 3, 4, Cink. Und die hörten immer wieder Cink, Cink, Cink und da waren wir die Cinken. Die lauten Cinken, die sind nicht anpassungsfähig, die sind zu laut. Ja, und. Zu Und so. emotional. Zu emotional, ja, zu emotional. Und die Schwierigkeit damals war natürlich dann auch, wie integrieren wir uns? Und so kam es sehr schnell, dass die Eltern vieler aus der zweiten Generation, die Eltern, sagten immer, nicht auffallen, wir sind hier Gäste, sei nicht so laut, pass dich an, sei brav, auch in der Wohnung nicht zu laut, die Nachbarn könnten und so. Da, 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 da. Ja, und das ist, wenn man das Temperament oder die Emotion zügelt, irgendwann ist es wie bei einem Vulkan, es kommt zur. Voilà, da explodiert es, da fliegen Fetzen. Ja, und diese Fetzen sind mein Ich. Das heißt, ich nicht, dass ich explodiere, sondern bin sehr ein ausgewogener, ruhiger Zeitgenosse. Aber die Energie, die ist da und die sprudelt sehr schnell. Aber wieso, dass ich jetzt da bin, wo ich bin? Ich unterdrückte es lange, mein Sein, mein wahres Ich. Und es manifestierte sich in Krankheiten. Es gibt ja auch diese Aussagen. Und der Körper hat gesprochen. Er sprach zu mir. Wir hatten es kurz, Helene, darüber Gesundheitsthemen, was das Leben mit einem anstellt, beziehungsweise wir mit uns anstellen lassen im Leben. Ein offenes Geheimnis. Ich hatte Sarkoidose, das ist eine Krankheit. Das Immunsystem geht komplett tilt. Komplett. Ja, und als ich da wieder langsam zurückkam als Zeppelin, weil ich hatte intravenös Cortison hochdosiert, das war der einzige Weg, da merkte ich schnell, Maurizio, geh über die Bücher, was unterdrückst du? Und aus dieser Erfahrung wurde der Maurizio, der heute noch sehr temperamentvoll durch das Leben geht und sehr viele Lachfalten hat. Aber das ist ein Luxusproblem, gell? Lachfalten. Ah, ja. Nur mehr davon, nur mehr davon. Ja. Lachfalten oder wie du auch so Lachgrübchen hast, perfekt. Genau das Richtige auf dieser Welt und für unser Leben.
Wie hat sich denn deine Krankheit so eingeschlichen, über welchen Zeitraum, dass wir da mal ein bisschen Einblick kriegen? Ja, jetzt genau auf den Punkt bringen ist noch schwierig, aber für mich war der Moment, als, jetzt werden einige loslachen, als der Moment kam, die Hochzeit rückte näher. Mit 30 war so das Thema, ja, Heirat, ja, zusammenziehen war eh schon länger, wir haben schon 8 Jahre ein Paar damals. Und als je näher die Hochzeit rückte, desto mehr begann mein Körper mit mir zu sprechen. Es manifestierte sich vor allem über die Lunge, auch die Augen. Also es gab, glaube ich, kein Organ, das noch funktionierte damals. Und es ging sehr schnell. Also ich würde sagen, 3, 4 Monate und dann war ich ein Wrack, wenn man dem so sagen darf. Ja. Das ist aber sehr schnell. Es ging schnell, ja. Bin auch vom Typ her, klare Ansagen liebe ich. Und das hat wohl mein Körper auch mitgekriegt. Mit dem muss ich Tacheles sprechen. Also da geht es nicht mit homöopathischen Wortkonstrukten oder mit ihm ganz sanft und Streichleinheiten. Das ist nichts für den Maurizio. Klare Ansagen und mein Körper gab mir auch klare Zeichen und klare Ansagen. Ja, es ging verdammt schnell. Okay. Ja, Und wie ging und es so. dann weiter? Es ging weiter. Ich schmiss meinen Job hin. Holte ganz tief zurück. Das war schon lange mein Wunsch. Und mein Wunsch war, mal mein Englisch ein bisschen aufzupolieren. Es ist nach wie vor eine Sprache. Ich beherrsche sie recht gut. Aber ich werde nie Frieden schließen mit dieser Sprache, die ist mir zu, ja, na, gefällt mir nicht wirklich. Bin mehr der Latino, also lateinische Sprachen ist super. Und da entschloss ich, eine Auszeit zu nehmen, sage, jetzt wird das Englisch aufpoliert. Und als Gaumenmensch war für mich klar, die müssen gut kochen können dort und es muss guten Wein haben. England war schon weg, sehr schnell von der Liste. Bis Hawaii war mir ein bisschen zu weit, hatte ich keinen Bock. Und ob die überhaupt guten Wein haben, weiß ich gar nicht, war noch nie dort. Australien viel zu weit weg, auch keinen Bock. Und dann so Südafrika. Ja, dann ging ich auf Südafrika, war gut, einen Monat in der Schule, einen weiteren Monat reisen. Und da kam langsam das Leben wieder zurück. Also da war die Zeit auch 8 Jahre zusammen, 8 Monate verheiratet. Also die Scheidung kam dann sehr schnell. Wenn ich das jetzt so höre, wie Aha. du mir das beschreibst, wie du deine Auswahl getroffen hast, wo du hingehst, um Englisch zu sprechen, Ja. dann hängt für mich das zusammen, Zusammenleben. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ein Genuss von einer Verbindung, die noch viel Freiheit lässt. Heiraten wird's eng. Wenn du sagst, das war mir zu weit und das war da, und dann diese ein Monat Schule, ein Monat Reisen, da war wieder die Freiheit. Also war vielleicht gar nicht unbedingt die Frau das Problem, sondern einfach deine Bindungsangst, dein Enge, die du ja als Kind schon gelernt hast. Sei leise, dass nicht auffällst. Drossel das rein. Was war das? Kam jetzt mir so in den Sinn. Könnte das der Fall gewesen sein? Könnte der Fall sein. Was ich für mich die letzten Jahre jetzt als Ü50 voll im Saft durfte erleben, ist, ich bringe es gerne auf den Punkt, gehe ich optimieren. Das klingt jetzt, wie wenn ich alles automatisieren und so effizient wie möglich haben will, ist es zu einem gewissen Punkt. Aber bei mir ist es die Balance, die stimmen muss. Also, du hast auch den Genuss, wieso und wie ich meine Kriterien definiert habe. Wo gehe ich Englisch lernen?
Ich bin ein Mensch, der möglichst alle Sinne einbinden mag. Wir haben ja gemäß normaler Lehre fünf Sinne, die Anthroposophen gehen da weit drüber hinweg. Finde ich sehr ein spannender Weg übrigens, die anthroposophische Lehre, auch Rudolf Steiner und all diese Herren und Damen. Montessori darf man ja nicht vergessen. Das ist so, wenn ich die Sinne einbinden kann und möglichst alle Sinne, dann fühle ich mich wohl. Aber wenn nur ein Sinn oder zwei Sinne angesprochen werden, dann fehlt mir etwas. Es ist wie einer Pflanze. Man gießt sie zwar, aber sie hat nicht genügend Licht, obwohl sie Licht braucht. Und ich bin eine Pflanze auf zwei Beinen, welche möglichst alle Sinne bedient haben will und auch bedient. Und wenn da eine Diskrepanz entsteht, dann ist ein Defizit am Entstehen. Und da beginne ich oder bekunde ich dann sehr schnell Mühe zu haben damit. Also ich definiere das jetzt einfach so, du bist einfach jemand, der sehr viel Energie, ja, wie du auch gesagt hast, dieser impulsive Italiener, der mit dieser ganzen Energie ja auch irgendwo hin muss. Und da wäre ja jetzt nur das Englisch, was man ja eh schon keinen Spaß macht, so gar nicht der Richtung. Und dann muss man das ja ein bisschen aufpimpen mit dem, was einem Spaß macht, weil die Reise und die Weite und der Genuss, der ist ja schön und dann kann man ja, wenn man was Gutes bestellen muss, auch Englisch bestellen, weil sonst verhungert man womöglich, wenn man bloß ein Wort kann. Vor allem, wenn man Genussmensch ist. Also hast du dir mehr oder weniger deine eigene Challenge geschaffen aufgrund deiner Voraussetzungen, wo du hin bist und was du machen wolltest. Vom sich selber kennen und sich selber wahrnehmen, dementsprechend auch zu handeln. Ja, absolut, absolut. Und dann kommt man auch schnell ans Ziel, weil dann wird nichts zu viel. Wie Genau. wir ja vorher schon festgestellt haben, wir sind keine Genau. 9-to-5-Menschen. Wir sind keine 9-to-5-Menschen, definitiv nicht. Also, wir haben ja, was sind das, 1440 Minuten pro Tag zur Verfügung. Also, wieso soll man das von 9 to 5 einschränken? Ja. Ich arbeite dann, wenn meine Energie hoch ist, und die ist meistens hoch. Oder ich nehme mir auch punktuell Zeiten raus. Da ist, also ich will jetzt nicht von Ampelsystem sprechen, weil das ist, glaube ich, in gewissen Ländern ein bisschen negativ assoziiert. Also lassen wir das sein. Aber ich gebe mir in dieser energetischen Zeit, hole ich mich aber auch raus in die Ruhe. Das ist auch etwas, das ich lernen durfte aus dieser Erfahrung, die mir ja, die hat mich ganz knapp hier behalten auf dieser Welt. Also ich war gemäß Weißkittelfront, also den Ärzten, war ich schon fast drüber. Im anderen, Okay. ja. Und Kannst du da noch mal da. genauer drauf eingehen, was du da damit meinst? Was war das schon multiples Organversagen oder in was ist das geartet und was sagen die, was die Ursache war? Also da komme ich gerne am Schluss, dank einem ganzheitlichen Arzt. Der ganzheitliche Arzt, der hat irgendwie anscheinend parallel Schulmedizin plus Alternativmedizin plus Komplementär plus TCM, plus, keine Ahnung, was der alles für Diplom an der Wand hängen hat. Zügle mal das Ross von hinten auf. Er sagte mir nur: Solange ich mein Leben lebe, würde mir das nie mehr passieren. Das war seine Aussage, seine Worte. Und wie es sich manifestiert hat, war durch die Organe versagten immer mehr ihren eigentlichen Dienst. Das heißt, meine Lungen hatten am Schluss ein Volumen bzw. eine Leistung von etwa 40%. Das ist ein bisschen wenig. Dasselbe auch die Sehkräfte. Ich sah fast nichts mehr. Die Zähne.
Hier habe ich einen Tee, den kann ich genießen und kurz darauf etwas Kaltes zu mir nehmen. Die Zähne ertragen es. Das ging dort nicht mehr. Wenn etwas nur ein paar Grad von der Körpertemperatur abwich, hatte ich Schmerzen und intensive Schmerzen. Also das ging durch praktisch alle Organe. So hat es sich manifestiert. Und für mich jetzt, zurückblickend, wie es mir damals ging, es hat ja, jedes Organ hat so seinen Zweck, beziehungsweise auch, ich bin da kein Spezialist in dem, aber jedes Organ will uns ja irgendetwas mitteilen. Und wenn ich dem nachgehe heute, dann muss ich sagen, wow, ja, das hat, also die Augen, ich sah nicht hin, mein Leben. Die Lunge oder auch die Nase, ich roch fast nichts mehr. Heute würde ich ziemlich anders behandelt werden als damals vor mittlerweile über 20 Jahre, genau. Auch das, ich roch fast nichts mehr, ich konnte auch nichts mehr essen. Also die Lebensenergie verweigerte ich. Meine Lebensenergie verweigerte ich oder missachtet, die ist nicht meine. Das sind so Thematiken, die hier reinspielten. Und du hast gesagt, du bist aus deinem Beruf raus. Was hast du denn damals für einen Beruf gemacht? Ich war damals also gelernter Banker, habe eine kaufmännische Bankausbildung hinter mir, wechselte sehr schnell in die IT. Das war damals Mitte, Ende 80er, kamen so die ersten brauchbaren Computer oder Personal Computers auf den Markt, wechselte schnell in die Informatik-Ausbildung dann auch, Product Management für größere IT-Firmen war ich unterwegs, so von Datenmigration, Marketing. Und das war kurz darauf, während dieser Krankheit, kam wirklich immer mehr das Bedürfnis, Erlebnisse schaffen, Erlebniswelten schaffen und Menschen etwas Schönes bieten. Das gefiel mir schon immer. Und mit einem Programm, was kann man mit einem Programm schon an Schönes bieten? Das ist so binär. Also es gibt Einer und Nuller, außer wenn man dann in die Physik und Quantum Computing reingehen, welches dann sicher auch bald kommt, ist für mich nicht so emotional. Kurse geben, ja, doziere nach wie vor gerne, aber mit etwas, das Passion hat, mit etwas, das ich mit Händen, Füßen, mit allen Sinnen erreichen kann und eben die fünf Sinne plus noch weit drüber hinaus am liebsten. Und das war für mich dann der Moment, sagen, Maurizio, geh über die Bücher, was gibt es für Wege? Und diese habe ich beschritten. Ich war lange in der Veranstaltungsbranche tätig in verschiedenen Firmen, unter anderem auch beim Schweizer Fernsehen im Eventmarketing, durfte von kleinen bis ganz großen Veranstaltungen konzipieren und umsetzen. Ja, das ist so ein bisschen mein Weg, dort wirklich die Passion und das Strahlen in den Augen von Menschen sehen zu dürfen, wenn sie an ein Erlebnis kommen und sich abgeholt fühlen, gesehen fühlen, erkannt fühlen. Dann bin ich glücklich. So geht es mir auch. Ich sah, dass bei dir kamen die Augen wurden kleiner, aber sie leuchteten immer mehr bei diesen Worten. Ja. Ich liebe das einfach. Das Interagieren und das freie Arbeiten mit Menschen. Ja, Nicht das genau. Sture, sondern Ja. wirklich den Menschen wahrnehmen mit allen Sinnen und ihn dort abholen, wo ich ihn mit meiner erhöhten Wahrnehmung, und ich denke, das hast du auch, einfach schon bildlich sehen. Ja. Es ist war lange für mich, darf ich dem so sagen? Ja, doch. Eine ziemlich intensive Herausforderung, ein Challenge,
Wie bringe ich es meinem Kinde bei? Und das Kinde darf übersetzt oder beziehungsweise als Platzhalter dienen für Kunden und Partner. Weil, und Gesprächen, jetzt spreche ich ein bisschen mehr, als mir lieb ist, weil ich horche lieber. Ich höre lieber zu. Wo sind Pausen? Wo sucht eine Person länger nach einem Wort? Welches Wort wird überhaupt genutzt? Wann und wo und wie häufig? Und damit entsteht bei mir, Achtung, jetzt kommt der Techniker, ein UHD-Bild. Also früher war ja ein ganz leicht, ziemlich verpixeltes, als wir noch SD-Auflösungen hatten, also über den Äther, Antennen auf dem Dach. Achtung, Kiddies, das gab es wirklich mal. Fernsehen empfingen wir mit Antennen. Ja, genau. Also keine Aluhüter. Es waren wirklich Antennen auf den Dächern. Und wir empfingen hier, dank Deutschland, empfingen wir sogar noch ein bisschen ARD und ZDF teilweise. Und sonst waren fünf Sender, die wir empfingen, mehr nicht. Aha, fünf Sender und es gab kein Netflix. Verflixt nochmal, kein Netflix. Wie konnten die leben und über 50 Jahre alt werden ohne Netflix? Ja, das geht. Und aus diesen Überlegungen, wie ich zuhöre, entstehen bei mir Bilder, meistens extreme Feuerwerke und da muss ich wirklich. Da flippen meine Augen zum Teil auch rum, wie wenn ich eine Überdosis von irgendwelchen Drogen in mir hätte. Habe ich auch, aber nichts extern zugeführtes, produziere ich zum Glück selber. Und dann ist die Challenge, wie bringe ich es meinem Kinde bei? Also wie erkläre ich jetzt dieses hochaufgelöste Bild, welches aus aber Millionen von kleinen Mosaiksteinchen jeglicher Farbe bestehen, wie bringe ich es meinen Kunden rüber? Das war lange meine Challenge. Wie mache ich das? Und mittlerweile, wie es wir heute machen können, dank dir, Helene, Geschichten erzählen. Und immer wieder rückfragen. Wie ist es angekommen? Was hast du verstanden? Oder wenn es noch ein Neukunde ist, ist es meistens mit dem großen S und IE, mit dem Sie. Wie haben Sie das Bild gesehen? Wie haben Sie meine Aussage verstanden? Und so Machst du die entsteht. Sie-Variante? Ich bin ein gerne per Du Zeitgenosse. Ich Ja. sag auch, ich bin per Du in dieser Geschichte, weil ich muss ja übersetzen, was ich vom anderen rüberkriege. Und das dann noch in die Sie-Form zu packen, das würde mich zumindest um 40% in meiner Geschwindigkeit einhemmen. Und darum sage ich, mache ich nicht. Außer es besteht einer komplett drauf, aber der muss halt dann auch die Konsequenzen tragen, dass es langsamer geht. Genau. Da kommt die Leitung ins Stocken. Das Ja, weil Nutzen das bringt ist und mir einfach Beizen zu nicht mehr. kompliziert, weil Ja. ich vernetze mich ja mit dem Gegenüber. Wie es bei dir Bilder gibt, gibt es bei mir eine Art Landkarte. Da kommt eben Ton und Bild und Gefühl und es gibt wie ein Puzzle eine Geschichte und dann auch eine Geschichte verpacken dem Gegenüber, wie es er wiederum versteht. Ich kann ja nicht jetzt zum Beispiel einen Banker auf die gleiche Ebene gut abholen wie der Schreiner oder der Harley-Fahrer. Die haben meistens ein bisschen ein anderes Wording. Und wenn ich dem sein Wording benutze, dann kommt es halt auch an. Weil dann weiß er, was ich meine. Das ist Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist auch ein Thema, welches mir oft, ja, die Haare vom Kopf fallen lässt. Das ist ein bisschen schwieriger, hat ja nicht mehr allzu viele. Deine Thematik ist diese, wenn ich sehe, wie Erwachsene, das ist der Begriff, Erwachsen ist nur, weil sie größer sind als Kinder, von der physischen Art, aber zum Teil ist da nicht wirklich viel mehr als das gegeben, wie sogenannte Erwachsene mit Kindern umgehen. Ich sage, hey, begebt euch auf Augenhöhe.
Geht doch runter zu diesem grandiosen Wesen und spricht auf Augenhöhe mit diesem Kind. Nein, es wird von oben herab. Ja, der Pfarrer in der Kirche machte sie auch von der Kanzel runter predigen, also kann ich das auch runter. Nee, Schießdreck, nein, nicht gut. Oh, jetzt habe ich, sorry, da kannst du auch ein Piep reinmachen, gell, Helene, wenn du magst. Ja, bei mir wird weder geschnitten noch sonst was, weil Sehr hier schon der schön. Bund gewachsen ist. Ein wunderschöner One-Take. Nein, es ist auf Augenhöhe, auch das mit dem Du, gerne per Du, der Respekt und den Menschen abholen auf Augenhöhe, der ist gegeben und der soll, muss, darf bleiben. Und ob das jetzt per Sie, per Du oder per Woll ist, das spielt ja absolut keine Rolle. Es soll respektvolles auf Augenhöhe sein. Und das ist, was mir jetzt beim Gesprächen mit Kindern sehr oft fehlt. Sprecht auf Augenhöhe mit diesen Menschen und nicht mit Bitchi-Bitchi-Bu-Bu-Chi-Bu, damit mit Kleinkindern. Die haben ja eine andere Waffe, wenn die auf die Welt kommen. Die ganze Zeit alle mit Bitchi-Bitchi-Bu um die rumtanzen. Total bekloppt. Und dasselbe gilt für mich auch, wenn die Kinder zu kleinen Persönlichkeiten heranwachsen. Ich durfte mal kurz ad interim in einem Kinderhort die Geschäftsleitung übernehmen. Und die Betreuungspersonen, die verstanden die Welt nicht mehr. Ich saß neben die Kinder hin und sprach mit denen. Wenn eines weint, dann gehe ich herum und sage, was bedrückt dich? Nicht von oben herab. Auch das Schwierige von unten raufnehmen. Wieso? Gehen wir zu ihnen runter und sprechen, also runter, nicht emotional oder mental runter, sondern sprechen wir auf Augenhöhe mit allen unseren Menschen, respektvoll. Darum auch der mit dem gerne per Du, ja, absolut. Absolut. Ich finde es in dieser Arbeit einfach viel befreiender, weil wir gehen ja in Tiefen mit Menschen rein. Und also zumindest ich nehme das halt alles auch körperlich wahr. Und ich finde das einfach passender. Ich sage noch eine Situation, welche ja, meine Tochter erlebte vor 3 Wochen. War das jetzt, glaube ich, ja, doch ziemlich genau ein Monat. Ja, sie hatte irgendetwas, eine Statusmeldung, wie auch immer, keine Ahnung, was das für Gugus-Zeugs ist, geändert und das war irgendwie im Text etwas, denke ich, ziemlich speziell. Und da kam es bei einem Gegenüber übel an und dieses Gegenüber hat meine Tochter zurechtgewiesen und gesagt, das macht man nicht, das gehört sich nicht, das musst du nicht, das darfst du nicht. Sie war sehr schnell verunsichert. Da habe ich gesagt, also A, erstens, es hat diese Person nichts anzugehen, was du machst. Das ist dein Leben. A. B. Blende dieses Wesen aus. Es gibt so, habe ich dann das Bild gegeben, so funktioniere ich, ob es jetzt die Aura ist oder irgendwie andere Bezeichnungen. Ich habe um mich herum eine Bubble. Und wie groß diese Bubble ist, entscheide ich. Wen ich in meine Bubble reinlasse, entscheide ich. Und alles andere raus. Und kann es auch sehr gut sein, auch schon passiert, gehe da in Zürich unterwegs. Und für mich ist dann Moment, ich bleibe in meiner Bubble und dann erkenne ich keinen Menschen. Also nicht, weil sie hinter den Pampers oder hinter dieser Windel im Gesicht versteckt sind, sondern weil ich bei mir bin und einfach, ich will meine Ruhe, ich bin da, um zu mir zu kommen, um zu entspannen und da interessiert mich das Außen nicht. Und das kann, weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Helene, sehr schnell als übertrieben arrogant daherkommen, als Überheblichkeit oder was auch immer. Dabei ist es einfach, ich bin bei mir. Ich tue niemandem etwas zuleide. Ich kenne das Thema.
ich war ja im Promotion-Einsatz viele, viele Jahre. Aha. Und wenn dann halt jetzt gerade kein so Kunde kam, ich habe zwar alles um mich wahrgenommen, aber ich habe dann immer so einen Punkt im Außen fixiert. Das war weit über der Straßenseite drüber, aber da habe ich dann einfach geschaut, was machen diese Lichtspiele auf diesen Autos. Und dann habe ich diese, die neben mir so rumwerkelten, nicht wirklich wahrgenommen. Und dann kam einer und sagt, und so, dann sage ich, du, ich habe dich jetzt gar nicht wahrgenommen, ich war jetzt Ja. gedanklich einfach da. Und da habe ich einfach meinen Geist geöffnet. Ja. Da war ich aber in der Ebene noch gar nicht unterwegs, aber das habe ich damals immer schon trainiert. Ja. Einfach so ins Leere zu gucken und schauen, was in mir von Gedanken entsteht. Und da hat mich das auch nicht interessiert. Ich habe wie so einen Filter eingebaut gehabt. Okay, wenn ein Kunde kommt, bin ich hier. Aber der restliche Tumult um mich herum geht mir nichts an. Und das ist ein schönes Leben so. Also mir gefällt's. Ja. Und mir gefällt das auch. Und ich gucke auch Ja. so oft einfach nur in meinen Garten raus und schaue, was mir die Bäume und die Wolken und die Tiere erzählen. Das ergibt immer auch wieder so eine Story. Und meistens kommt hinterher der passende Kunde zu der Story, die ich erlebt habe. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Ja. und dass wir uns halt dann auch nicht immer alles reinziehen müssen, ist ja auch ganz gut, weil wir nehmen halt viel zu viel wahr. Wir ziehen ja sonst schon zu viel rein. Auch olfaktorisch. Ja, Entschuldigung allen, das sind meine Bilder. Wenn ich nur irgendwas höre, reinziehen, dann gehen bei mir schon wieder Bilder ab. Und diese Bilder, die mir abgehen, ist das Reinziehen, einmal olfaktorisch. Also was müssen Was wir stinkt über mir? Was unsere stinkt mir? Nase alles reinziehen? Und da frage ich mich zum Teil, hey Jungs, Mädels da draußen, magt ihr euch nicht mehr riechen? Die kleisten sich zum Teil ja zu mit Jagdwasser. Eine Überdosis. Und sage, kann das sein, dass die sich selber gar nicht mehr riechen? Wie viel von diesem Zeugs die reingestrichen haben? Oder geht es darum, um sich selber zu irgendwie kaschieren, weil sie sich selber gar nicht mehr wahrnehmen? Dann gehen bei mir so Bilder ab oder reinziehen. Was muss man zum Teil hören für Absurditäten? Also Darum gibt es ja so kürzlich, viel Tinnitus. ja, also es gibt, also Tinnitus. Kürzlich hat man gesagt, ich habe bald Augentinnitus. Weil man gewisse Sachen gar nicht mehr sehen mag, oder ist es irgendwie ein Nasentinnitus, weil man gewisse Sachen nicht mehr riechen mag? Das andere ist ja allbekannt. Also gibt es Tinnitus bald für unsere alle Sinne? Hoffentlich nicht. Mag nicht. Nein. Darum eben, wie gesagt, die wunderschöne Bubble, bei sich sein, bei sich bleiben und was ich extrem liebe, zuhören, horchen, auch der Stille. Kürzlich sagte mir ein Freund, Ruhe ist nichts für Feiglinge. Ja, wir sprechen Tacheles untereinander. Und als ich ihm mal sagte, ja, Moment, ich halte es nicht mehr aus in der Ruhe, dann sagte er, hey, Maurizio, Ruhe ist nichts für Feiglinge. Da kommt der immer. Kennst du den? Das ist der Egon. Das ist das Ding zwischen den Ohren, der immer sagt, du kannst nichts, du darfst nichts, du bist nichts und außerdem und überhaupt und sowieso. Das ist das, was in der Ruhe kommt. Und drum nichts für Feiglinge. Der Egon. Sehr schön. Ja, den merke ich mir. Ja, und das ist halt einfach. Diese Wahrnehmung, die wir haben, die ist ja immer mehr oder weniger scharf, aber man kann ja Filter einbauen, so sehe ich es zumindest. Und zu sagen, okay, ich muss nicht mal alles wahrnehmen, was mir so begegnet, aber ich kann mehr oder weniger meine Sinne auf ganz bestimmte Sachen fokussieren.
Und dann ist das halt wie ein Bilderbuch, wo du aufmachst. Ja, Bei dir ja. wahrscheinlich nichts anderes, vielleicht ein bisschen anders gelagert, aber rein theoretisch einfach eine große Wahrnehmung. Ja, genau. Ja, facettenreich und auf verschiedenen Frequenzen oder Layern oder wie auch immer dass diesem gesagt werden soll, darf, kann. Ja. Aber es ist, ich denke, so wie eine Essenz beziehungsweise eine Ingredienz, sage ich dem mal, weil es sind wir wieder beim Essen, Kochen und bei der Kulinarik. Zuhören, ich denke, das ist etwas, das wurde verlernt oder ein bisschen vernachlässigt, ein bisschen arg vernachlässigt. Zuhören, einfach um zu antworten oder zuhören, um das Gegenüber wirklich wahrzunehmen und zu verstehen. So, wenn ich da einen Appell rausgeben darf in die große, weite Welt der binären Sphären. Wenn man zuhört, kann man sehr viel lernen. Ich denke, das war, also nicht der Dalai Lama, von ihm kam, denke ich, irgend so eine Aussage. Einfach zuhören, um das Gegenüber zu verstehen. Und wenn man das Gegenüber versteht, dann kann auch Toleranz gelebt werden. Und wenn wir Toleranz leben, haben wir denn da nicht automatisch eine schönere Welt? Glaub schon. Oder zumindest geht es in die Richtung. Vor allen Dingen, wir werden ja auch tolerant uns selber gegenüber. Ja. Ich Und denke, das. ich würde jetzt einfach behaupten, dass du auch diese schnelle Heilung oder diese eine typische Heilung für dein, ja, wie du gesagt hast, du warst schon mehr woanders als wie hier, hingelegt hast, um auch dieses Innere zu festigen, an diese Sachen zu glauben, sie umzusetzen und auch anderen anzubieten und deshalb ja auch so erfolgreich zu sein. Weil das einfach in dir selber, in den Zellen verankert ist. Ja, so war es, ich habe es so erlebt. Geht ja mir auch so. Und wenn du was in dieser Tiefe erfahren hast, dann können viele andere Worte von außen dich nicht mehr umstimmen. Nee. Es ist Thema auch nochmals mit dem Zuhören. Mit dem Zuhören kann man etwas festigen, eine Beziehung festigen zum Gegenüber, Person, alles, was beseelt ist, kann auch eine Beziehung für mich festigen zu einer Pflanze. Wahrscheinlich zappen jetzt einige weg oder langen sich an den Kopf, ja, macht das von mir aus. Aber für mich ist alles, was wir hier auf der Erde haben, ist beseelt. Ob es da wirklich eine Seele drin ist, aus einer Reinkarnation, wie auch immer, keine Ahnung, tut für mich auch nicht viel zur Sache im Moment. Aber wenn ich mich mit dem Gegenüber verbinden mag, und das passiert für mich durch das Zuhören, dann festige ich oder baue ein schönes Fundament. Und wenn ein Fundament so schön und stabil und stark ist, dass man eine Shopping Mall als Beispiel draufbauen könnte, ich aber höchstens ein Gehege draufbaue für Hühner, scheißegal, es ist stabil, es hält. Das sind Beziehungen zu Menschen, werden für mich auch so aufgebaut und gefestigt. Durchs Zuhören und Dasein füreinander. Und nicht mit dem primären Gedanken, was kann ich als Mehrwert davon ziehen, sondern was kann das Allgemeine, die Welt, unser Universum oder was auch immer, was kann dafür oder hierfür für einen Mehrwert generiert werden? Und es beginnt wirklich nur mit dem Zuhören. Was ich immer noch sehr stark beachte, ist die Atmung, wie du gerade ausgeholt hast, dieses, ja,
Da ist immer diese Wichtigkeit verborgen. Also auch wenn ich im Kundengespräch bin und es kommt so dieses, ah, genau, da müssen wir hingucken. Da liegt nämlich die Ursache. Du hast nämlich auch schon zweimal so geatmet. Also es ist das sehr, sehr wichtig. So, fast eine Schnappatmung. Der Körper spricht nämlich mit viel, viel mehr als nur mit Worten. Sind wir da wieder mit den Sinnen oder bei der Körper, bei der Mimik, Gestik, alles spielt da mit rein. Wie schade ist jetzt bei diesen digitalen Plattformen, da gehen einige Sinne abhanden, aber dennoch können sie durch gezieltes Hinschauen und gezieltes Wahrnehmen, ich würde sagen, nicht komplett, aber zu einem schönen Teil kompensiert werden. Weil man kann viel mehr wahrnehmen zwischen den Zeilen, als dass man denkt. Also in meiner Arbeit spielt es überhaupt keine Rolle, nicht, ob ich den Menschen physisch vor mir habe, auf der Videovariante oder nur am Ohr habe, spielt bei mir im Prinzip gar keine Rolle, nicht, wenn mein Fokus auf diese Person gerichtet ist und auf diese Fragestellungen. Wie ist es bei dir? Ich nenne mich gerne Homo Habdikus. Also ich muss irgendwie man sagt hier um Figuretler, irgendwie irgendetwas in den ich Bei uns heißt Dentala. wie heißt das? Dentala. Spielen. Dentaler spielen, ja genau, spielen. Ja, das ist noch ein Trieb, den ich vom Kind an immer noch habe, Spieltrieb. Ich bin ein Homo Habdikus primär. Also wenn ich den Menschen um mich haben darf und ihn mit allen Sinnen, mit den altbekannten Sinnen erfassen darf, dann geht es mir prächtig. Was geht? Und ich dankbar bin, jetzt auch für diese digitalen Plattformen, egal welcher Couleur, das geht, dass ich die Person dennoch gut wahrnehmen kann. Du hast es angesprochen. Wie schnauft die Person? Oder ist eine Ruhe da? Wo gehen die Augen hin, wenn die Person spricht? Klar, kann sein, dass Arbeitskollege durchläuft oder sonst eine Ablenkung da ist. Aber wie ist die Körperhaltung? Ist die ruhig? Oder wenn man ein Thema anspricht, merkt man, oh, es wird langsam ein bisschen nervös. Es sind ganz viele Thematiken, die da, wenn man achtsam ist, das ist immer wieder bei einem Thema, achtsam ist auch zuhören, achtsam erfassen vom Gegenüber. Dann geht das für mich auch sehr gut. Bei was ich ja nur sehe, ich komme bei so Plattformen oft vor wie bei der Muppet Show, wenn man da irgendwie alle Figuren da in den Balkonen aneinandergereiht sieht. Es ist nicht dasselbe, weil hier kann ich niemanden umarmen. Und als Homo Habdikus nehme ich schon sehr viel wahr, wie ich umarmt werde, wie ich angesehen werde, wie riecht die Person, habe ich hier nicht, das Olfaktorische ist hier weg. Das sind so Themen, ohne dass ich ein Jünger von Patrick Süskind, das Parfum, also wer das Buch noch nicht gelesen hat, lest es mal, sehr spannend für olfaktorische Menschen. Ja, das fehlt mir, um zu meiner Frage zu kommen, sehr gut. Ich kann sehr gut mit diesen Plattformen auch Gespräche, Interaktionen darüber führen. Ich bin dankbar dafür, weil die Produktivität ist massiv gesteigert worden. Man wird nicht mehr zu schnell für Meetnappings weggenommen, also für Meetings gekidnappt, Meetnapping. Das passiert nicht mehr so schnell, weil hier kann man sagen, hey, ich habe das nächste Meeting, tschüss weg.
Andersrum, als ich noch auch angestellt war, waren zum Teil Meetings für einen Satz à 10 Sekunden, musste man 4 Stunden an einem Meeting sitzen. Horror. Also es hat in meinen Augen schon auch einen großen Vorteil, weil wir halt Menschen aus so unterschiedlichen Ebenen zeitgleich und ohne große Probleme zusammenführen können. Also den Dachraum hätte ich mir jetzt so schnell in dieser Tiefe nicht erarbeiten können, wie seit ich online bin. Das macht es sehr viel einfacher. Auch eine NGO-Organisation, in welcher ich tätig sein darf, welche international tätig ist, also im Fokus auch Südostasien, da kann man, also musste man für Meetings früher dorthin reisen. Nee, viel einfacher so. Fokus 2 Stunden. In diesen 2 Stunden wird alles schön besprochen. Klar, die physischen Treffen, die sind dennoch wunderschön. Aber auch um eine CO2-Bilanz als weiteres Thema reinzubringen, denke ich, sind wir hier viel ökologischer unterwegs, als wenn man in einen Flieger steigt für ein Meeting, zig Kilometer oder zigtausend Kilometer fliegt, dann wieder retour. Effizienz und auch ökologischer. Und für das bin ich sehr dankbar, ja, absolut. Ja, und es hat ja auch ganz, ganz viele Berufszweige eigentlich überhaupt nur über Wasser gehalten. Ja. Die durften sich neu erfinden und wer sich schneller neu erfand, desto besser. Aber ja, ist so. Kein Aber und. Ja, und ist so. Viele Berufszweige durften sich so über Wasser halten in Und dieser auf der Zeit. anderen, Seite haben Menschen, die eben in diesem Tiefsgrad sitzen, ja, ich meine Burnout, Depressionen, das sind ja alles die Ängste, die hochkommen und die sind halt nun mal mit diesen, ja, Einschränkungen, sagen wir es jetzt einfach mal, sehr konfrontiert worden. Und dann ist doch noch diese Variante eine sehr gehbare Geschichte. Wir tauschten uns mit drei, so ein Trio, treffen uns heute zum Teil auch wieder physisch. Wir tauschten uns einmal in der Woche. Trafen wir uns während. Jetzt bald 2 Jahre her, ist Gott, Zeit vergeht. Einmal in der Woche, jeder war in seinem Käfig oder in seinem Mikrokosmos. Aber doch fand der Austausch einmal in der Woche statt. Und wir hielten uns so gut über Wasser. Es gab eine gute Energie rüber. Und daraus entstand auch etwas anderes. Das machen wir jetzt auch bald schon über ein Jahr. Am Montagmorgen jeweils eine kleine Truppe an Menschen. Ein Thema, halbe Stunde. Ich sage jetzt den Begriff dennoch quick and dirty. Das Thema wird diskutiert, auf Augenhöhe miteinander gesprochen und auch kontroverse Meinungen werden dort zugelassen, wer sich diesen Werten bietet, Plattform gehört dir und wer nicht, Adi, tschüss und weg, gar nicht mehr kommen. Also das ist unsere neue, ich denke, die neue Währung auf dieser Welt ist der Respekt. Respekt zueinander und das Gegenüber, ich komme nochmals, verzeiht bitte, das Gegenüber wirklich als Mensch akzeptieren, als Mensch wahrnehmen in seiner Ganzheitlichkeit. Weil das Individuum ist ja nicht umsonst der Begriff Individuum als unteilbar. Wir sind nicht teilbar, wenn man uns teilt. Ja, das gibt erstmal eine Sauerei und dann sind wir nicht mehr wirklich da. Also wir sind Individuen unteilbar und das macht uns ja so einzigartig, eben in der Art einzig. Respektive, das ist doch so, sorry, so geil. Dass wir über 8 Milliarden solche Dinger hier sind. Jeder ist
einzigartig. Wieso irgendwie eine Monokultur hinkriegen? Das ist ja Horror. Bah. Pink Floyd The Wall. Ja, im Gleichschritt. Ich finde halt, ganz viele Menschen sind sich ihres eigenen Wertes ja gar nicht bewusst. Sie meinen immer, sie müssen sich allen anderen anpassen. Ich habe das ja auch hinter mir. Ja? Das hat mich dann schön in den Burnout reingeschmissen. Weil ich über 40 Jahre gemeint habe, ich muss allen anderen alles recht machen und bin dran selber gescheitert dann. Ja. Und nahezu jeder Kunde bringt ein gewisses, nicht so ganz ausgebauten Selbstwert mit. Wieso? Wieso, weshalb, warum? Die wahrscheinlich, weil das so ist, wie du gerade gesagt hast, dieses angepasst sein wollen. Aha, oder um bald 50 Minuten zurückspulen, was war der Anfang? Fall nicht auf, sei ruhig, wir sind nur zu Gast hier, nicht aufmüpfig, alles so Thematiken. Sei wie du bist, einfach nie das Gegenüber manipulieren, das Gegenüber schädigen, das Wesen, das einzigartige, wunderbare Wesen gegenüber irgendwie verletzen. Nein, nein. Und sobald, denke ich, dieser Schritt oder diese Erkenntnis gegeben ist und der Respekt wächst und das Zuhören gegeben ist, dann verstehen und erfassen wir den Menschen auch, wie er wirklich ist. Auch wieder der Homo Hapticus. Viele Leute wissen um mich herum, die von einzigen Wissen sagen, hey, ich mag das nicht so, akzeptiere ich. Da wird einfach die Hand gegeben oder wie es noch vor kurzem war, mit Ellenbogen oder mit Tritte oder was auch immer da aktuell war oder eben Sparring im Boxkampf, pam, mit der Faust aufeinander los. Sorry, nicht mein Ding. Also entweder gar nichts oder umarmen. Hand geben ist auch noch okay. Aber Respekt wahrnehmen. So, was machst du jetzt beruflich? Was kannst du jetzt unseren Zuschauern denn für eine Leistung anbieten, oder? So ein bisschen die Essenz, oder so ein bisschen, ja, zum Teil rutscht mir mein Dialekt durch, habt bitte Verständnis dafür. Durch das ich sehr gerne zuhöre, und wie du auch gesagt hast, Dankeschön, das ehrt mich, die Wahrnehmung, ich darf sehr viel wahrnehmen, zwischen den Zeilen sehen, horchen, empfangen, ist mein größtes berufliches Steckenpferd, wenn ich in Teams oder in Situationen komme. Es reicht, an einem Teammeeting dabei zu sein, und da kann ich sehr schnell ein Management Summary liefern, wo Optimierungspotenzial gegeben ist. Selbiges machte ich früher, als ich viele auch Veranstaltungen umsetzen durfte. Ich ließ mich als Infiltrierter, als Maulwurf einschleusen. Ich war Gast, also ich erhielt von A bis Z auch Einladung vom Gast. Ich machte es auch umgekehrt. Wenn ich Veranstaltungen größere umsetzte, holte ich punktuell Leute, die passten, die wirklich das Profil hatten von den Gästen, die dort eingeladen wurden. Ich war am Anlass dabei als Gast. Denken viele, oh, das ist Manipulation, das geht gar nicht. Nein, ich war als Gast da, verhielt mich als Gast, sprach mit anderen Gästen, ich war ja auch Gast, mit dem aber Gedankengut, ich bin hier, um für die Gäste ein schöneres Erlebnis machen zu dürfen. Wenn ich im Gespräch etwas erfahre von einem Gegenüber, dass Beispiele,
An einem Ort im Saal hat es Zugluft, zu kalt. Da geht niemand zum Veranstalter und sagt, hey, dort hinten ist es kalt. Das macht man ja nicht, das gehört sich ja nicht, man darf ja nicht, man ist ja Gast. Hey, ist euer gutes Recht. Und ich erfuhr es, weil ich ja auch Gast war, weil ich mit Gästen sprach. Ich erfuhr, ob irgendwie das Catering irgendwo vielleicht nicht optimal servieren konnte. Ich erfuhr, dass in der Toilette allenfalls irgendetwas suboptimal ist. Ich erfuhr, dass ein anderer Gast auf jemanden wartet, der einen Parkplatz sucht und nicht findet in der Umgebung. Da konnte ich immer so handeln, beziehungsweise das Feedback direkt während dem Anlass, während dem Erlebnis am Veranstalter weitergeben. Und so konnte agiert werden und musste nicht erst Ende Veranstaltung debriefen. Ja, wir schreiben jetzt 20 A4-Seiten und das geht dann nachher wieder als Basis für die nächste Erlebniswelt. Nein, alles, sorry, alles Bullshit. Sofort handeln, agieren, nicht reagieren. Um auf deine Frage zurückzukommen, das ist meine Passion heute für Kunden, die nicht jemanden wollen, der outside the box denkt, weil ich habe gar keine Box. Ich weiß gar nicht, wieso, dass ich eine Box haben soll. Ich brauche Freiheit. Sind wir wieder beim Thema, welches du angesprochen hast, Helene. Mit dieser Wahrnehmung und den Menschen verstehen können und ich wage auch die Aussage, den Menschen lesen können zu dürfen, kann ich sehr schnell Optimierungspotenzial geben, damit Menschen, die dort arbeiten, sich wohler fühlen und bessere Resultate liefern können. Meine Eltern sagten mir als Kind, also kam mir auch kürzlich wieder in den Sinn, ich bin ein faules Eppli. Und ein faules Eppli ist ein Minimalist, ein fauler Sack, auf gut Deutsch übersetzt. Das ist doch ein bisschen die böse oder die politisch unkorrektere Formulierung. Für mich war es immer so, ich liebe Sachen zu optimieren, beziehungsweise Sachen, die mir so unbehaglich sind, möglichst schnell vom Tisch zu haben. Und Ich nenne es immer den Kosten-Nutzen-Faktor. das ist Wenn ich politisch sehr schön ausgedrückt. immer auf Schulungen war und ich aber nicht sagen darf, was mir an der Front fehlt, um umzusetzen und immer nur dieser Schönschwätzer bin, ja dann, was brauche ich da 3 Tage auf Schulung zum Gange, wenn es für Schall und Rauch ist? Da konnte ich halt meine Klappe auch nicht halten. Also ich sehe halt auch immer diese Sachen, wo man mit einer minimalistischen Anstrengung, oft waren es 20-Cent-Artikel, wenn man die verändert, hat das Produkt einen ganz anderen Wert, weil ich fasse da als, ich meine, du als Italiener musst ja ein Panarello kennen und wenn ein Panarello, den ich in die Hand nehme, klebt, dann fühlt sich doch das eklig an, dann will ich doch schon gar kein Cappuccino trinken, oder? Ja, ist so. Und das bei einem Produkt, das neu auf den Markt kommt. Du gehst jetzt rein und dir stellt mir das neue Produkt vor und ich werde ja magisch angezogen an solche Dinge. Und ich fasse das Ding an und neben mir steht der Zentralchef. Und Agenturchefin hat schon wieder große Augen gekriegt. Na, was halten Sie davon? Da sage ich, durchgefallen. Wieso? Fass doch mal an, das ist doch eklig. Ich will das so nicht verkaufen. Das ist ein Gummiteil, das kostet vielleicht 20 Cent. Macht das Produkt von 2.000 € kaputt. Und so kommt halt, wenn ich so ein Produkt anfasse, will es sich verkaufen oder bleibt mir bloß davon? Ja, das ist einmal anfassen und das Teil spricht mit mir, geht mit mir in Resonanz. Ja, und so sehe ich eben auch diese Sachen, was halt nichts sind oder wird die da hinten in 10 Meter Entfernung, kriege ich auch noch mit, dass da Krisengespräche geführt werden, weil halt mein Fokus auf das, ja. Kommt die Wahrnehmung, sind wir wieder bei der Bubble. Wie breit wird die gefahren oder beziehungsweise wie halten wir sie, um den Fokus dann wieder zu halten?
Was du angesprochen, magisches Anziehen. Ich habe einige Veranstaltungen umsetzen, planen dürfen und an Veranstaltungen bin ich gerne unterwegs, einfach so free-floating. Bei mir ist am Anlass selber, muss ich nichts mehr machen. Also das heißt, so weit optimiert, dass alle wissen, was zu tun ist und nur noch in der Not zu mir etwas kommt. Und da ich lief einfach durch die Veranstaltung, mich zog es magisch an gewisse Orte. Und an gewissen Orten gab es auch schon, dass bei einem Catering, die haben die Kabelrolle von dem Starkstrom, also die CE, das waren 63er war es dort. Nicht Irgendetwas abgerührt, war. nicht abgespult, da sind sie zwei Säuren, da war kein Strom mehr da. Nein, es war wirklich eine Situation, da kam Wasser runter, genau auf diesen Verteiler. Und das ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, das weiß ja ziemlich schnell jemand, dass Wasser und Strom sich nicht optimal verträgt. Und da habe ich es gesehen, sagte, okay, noch nicht so kritisch, ging zum Caterer und sagte, du, ja, aber du musst immer alles sehen. Ich so, Fragen bitte beheben, das ist nicht gleich förderlich so für den ganzen Anlass. Wir wollen, wenn Feuerwerk, dann geplant, aber nicht so. Muss nicht sein. Ich Ja. hatte das, ich war standverantwortlich auf einer Messe. Wir waren nachmittags um 16 Uhr beim Standabnahme und am allerersten Tag der Messe, warum ist der Stand so dunkel? Mach die Küche auf. Überall Wasser. Wasser und Strom, der Einkauf für 4 Tage Messe kochen, futsch. Also tschüss, weg. Es kam dann noch ein Lehrling, der mir zugeteilt wurde für die Messe, und alle anderen waren 400 Kilometer entfernt. Erleben, ich sehe den Charakter prägen. Ja. 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 Es sind so Situationen, die mit mir vielleicht präventiv oder vermieden werden können. Auch in Teams, Teamgespräche. Wie gesagt, ich höre gerne zu. Und aus diesem Zuhören kann sehr viel entstehen. Steckt sehr viel Potenzial drin. Und viel Lebenserfahrung macht schon hellhörig, wenn man bestimmte Sachen hört. Ja, definitiv. Ja, wer bucht dich jetzt in der Regel? Wer bucht mich in der Regel? Das ist so wie mit der Regel, ist so wie eine Matrix oder ein Korsett. Also wer mich nicht, ich kann mal ein Ausschlussverfahren nehmen, und zwar wer mich nicht bucht, das sind grundsätzlich große Unternehmen und die denken, wir haben alles im Griff. Ihr seht ja schon von der Wortwahl denken, weil dort wäre sehr viel Potenzial vorhanden, beziehungsweise in größeren Unternehmen ist die Chance für jemanden, sich zu verstecken bzw. für Unmut zu sorgen, größer als in kleinen Unternehmen. Also es beginnt schon in mittelständischen Unternehmen für die Dachregion, der KMUs hier in der Schweiz. Also ich nenne das, glaube ich, auch mittlerweile KMU, kleine mittelständische Unternehmen. Dort fällt sehr schnell auf, wenn etwas nicht ganz sauber läuft, weil die Portokasse für schwierigere Situationen, wie wir sie jetzt schon bald seit 2 Jahren haben, die ist nicht so groß wie bei einem Großunternehmen oder Konzern. Die haben größere Kriegskassen bzw. können die Zahlen Friedhofsgärtner beauftragen, dass die Buchhaltung entsprechend daherkommt. Zahlen Friedhofsgärtner, sorry, kurze Übersetzung, sind für mich die im Controlling.
Die bewirtschaften da die Zahlen ein bisschen vor sich her. Primär sind es bei mir KMUs, mittelständische Unternehmen, welche entweder im Schmerz oder in der Erkenntnis sind, ein von beiden, sonst handelt ja nichts oder niemand. Die kontaktieren mich für ein Erstgespräch und dann gehe ich gerne entweder mal auf einen Besuch dorthin. Mir reicht zum Teil auch schon und sage, ja, komm uns besuchen. Sagt, ja, sehr gerne. Auf einen Kaffee am besten. Ich platze einfach mal bei euch rein. Ja, wenn das für dich in Ordnung ist. Und nur schon bei dem Herkommen finde ich das Unternehmen überhaupt. Wie werde ich empfangen? Werde ich überhaupt empfangen? Das ist alles schon gegeben, so irgendwie für dasselbe wie da mit den Chatbots da, wird man irgendwie durchnavigiert. Hey, ich bin ein Mensch, ich brauche einen Mensch, Homo habdicus. Und dann wundert ihr euch, dass Kunden nicht so glücklich sind bei euch, weil sie irgendwie technisch durchnavigiert werden und nicht als Mensch wahrgenommen werden und dann zur Mitbewerber gehen. Das sind so Thematiken. Und das sind Kunden, die bei mir anklopfen und sagen, du, lass uns doch einmal darüber sprechen. Er sagt, sehr gerne. Und dann sage ich, aber du sprichst. Ich höre zu. Erzähl mal, wo drückt der Schuh? Und dann leuchtet immer so etwas auf und da können wir einhaken. Dann geht Genau, meistens, genau. dann poppen die Mosaiksteinchen auf. Am Anfang sind sie noch relativ groß wie bei Tetris, aber die werden dann immer kleiner und das Bild wird immer klarer und konkreter. Und dabei geht es nie darum, einen Menschen wegzurationalisieren. Da habe ich ethische, moralische Mühe, das geht mir gegen die Werte, sondern ich will den Menschen im Fokus behalten. Das muss so bleiben. Wenn es darum geht, rationalisieren, Menschen rausschmeißen, bin ich der Falsche. Gibt es genug andere auf dem Planet Erden, die das gerne machen, ich nicht. Mir geht es darum, den Menschen im System wahrzunehmen und als solchen den optimalen Platz zu geben. Das sind Firmen, das sind Kunden, die zu mir kommen und die mich auch mögen. Über den Auftrag hinaus. Ja, da entsteht ja dann auch so eine gewisse gemeinsamer Weg. Ich meine, wer sich mal für so einen Weg öffnet, für so einen individuellen, da hat man dann schon ein ähnliches Wertesystem. Genau. Und da Muss kann man ich ja immer weitermachen. genau, etwas zur Hand nehmen. Also ich wurde mal, mir wurde angeprangert, dass ich nicht nach Zahlen führe. Ich müsse führen nach Zahlen, das sei die Devise, alles andere sei Humbug. Und ich durfte jetzt von ihr erfahren, dass ich einen demokratisch-partizipativen Führungsstil habe und unvoreingenommen objektiv sei, philosophisch Möglichkeiten sehe. Philosophisch Möglichkeiten sehe. Das muss ich erst mal verdauen. Also Philosophie finde ich sehr spannend und Möglichkeiten sehen auch, aber dass jetzt Philosophie und Möglichkeiten sehen auch noch etwas miteinander zu tun hat. Ja, da arbeite ich noch dran, aber es gefällt mir. Gefällt mir. Es sind ja einfach alles nur Worte, die der eine einfach in seinem Portfolio hat. Und es gibt so viele Portfolios. Ist ja wie mit der Kirche und mit dem Glauben. Ja, irgendwo glauben sie alle, dass oben irgendwas gibt. Und jeder hat einen anderen Namen dafür. Voilà. Vielleicht haben wir einfach dieses Wort noch nicht verstanden, das Spiel, was da auf diesem Zettel steht. Also, ich habe eh das Gefühl, dass wer da oben ist, so seine Fragen hat mit dem Bodenpersonal. Also, das ist irgendwie, ja, was stellt ihr da unten an? Seid doch mal ein bisschen so
vernünftig. Wir sprechen ja alle vom selben. Also auch wenn man die verschiedenen Bücher durchblättert und sich da mal ein bisschen damit befasst, schlussendlich geht es bei allen um dasselbe. Ich sage auch So oft fehlt meine. mir einfach dieses Verständnis für das Wording nicht. Ja, Wie ja. Astrologie, Esoterik, Spiritualität, das sind Worte, die kommen bei mir persönlich nicht wirklich an. Und trotzdem ist das, was im Kosmos oben passiert, bei mir schon bis zu 3 Tage Vorfeld im Feld, wo ich spüre. Aber vielleicht passt das Wort einfach nicht, Ja. Astrologie. Ja, musste man irgendwann mal eine Definition hin, damit, soll ich sagen, strukturierte Menschen etwas damit anfangen können, was ja auch seine Daseinsberechtigungen hat, wie auch eine Box seine Daseinsberechtigungen hat würde ich sagen, vielleicht für eine Kuh oder für ein Kalb, für ein Ross, dann kann man auch eine Box stellen, damit sie ihre Ruhe finden. Aber das Schubladendenken, das Matrixdenken, also Also nicht meine Welt. für mich ist das einfach ein gelebtes Wissen, eine gelebte Erfahrung, die schon zu so vielen Punkten zu 100% zugetroffen hat, dass ich einfach in diese Wahrnehmung mein Vertrauen setze und Ja. dementsprechend auch diese Leistung bringen kann. Auch wenn die in dem Moment noch nicht erklärbar ist. Aber wie bei dir auch, das Bild ist ja schon da. Das ist schon da, ja. Und Ja. das sind diese Fragmente, wo da reinkommen. Und früher gab es doch das Puzzle, wo man immer aufgedeckt hat. Und der eine hat halt schon das erkannt, wenn das erste Puzzleteil weg ist und der letzte hat es erst erkannt, wenn alles aufgedeckt war. Ja. Als Memory, ich glaube, Memory heißt, also ja. Ja, das sind die, wo man zusammensucht, aber ich weiß nicht mehr, Ja. das war irgendeine Fernsehsendung, wo man so ein Puzzle hatte oder im Ah, Radio war das auch mal, erkenne mal das genau. Bild, was dahinter liegt oder so ähnlich Ja, hieß das. Keine Ahnung. stimmt, jetzt, ja, genau, jetzt habe ich es erfasst, was du meinst. Ja. Und das ist halt einfach, wo man sagt, okay, auch wenn man es nicht erklären kann, das Ergebnis passt. Lassen wir uns doch darauf ein, was kann denn Schlimmeres passieren? Außer etwas Neues zu lernen. Und dass es funktioniert im dümmsten Fall. Oh, gefährlich. Man hat etwas Neues gelernt und es funktioniert sogar. Autsch. Nein, das gibt keine Schmerzen. Nee, nee. Es ist höchstens ansteckend, wenn man mal damit beginnt, dann kann man nicht mehr aufhören. Hoch ansteckend sogar. Suchtpotenzial, ja. Ja, definitiv. Wie das Lachen auch, ist auch ansteckend und hat Suchtpotenzial. Daher, da sind wir wieder da bei diesen Lachfalten und Grübchen und was auch immer alles Genau. für Merkmale sich im Gesicht verewigen können. Ja. Aber es ist immer noch besser als wie die. Oh nein. Ah. Nein, was ist das da? So 20 nach 8 Gesicht irgendwie? Nein, nein. Nee, da. Also die lasse Ja. ich nicht in meine Bubble. Das ist nee. Unangenehm. Genau. Ich würde sagen, du schreibst deine Kontaktdaten nachher noch in die Kommentare, weil wir nicht ausgehen können davon, dass die Leute das jetzt alles hier rausschreiben können. Ja. Ich gehe davon aus, du bist auch bereit, dich mit Menschen zu vernetzen. Oh, Hilfe, nein, bloß nicht. Eine meiner größten, ausgeprägtesten Passionen ist Netzwerken. Also ja, sehr gerne. Einfach, wie gesagt, gerne per Du und auf Augenhöhe. Also nicht da. Ja, sehr gerne sogar. Ja, ansonsten weiß ich nicht, hast du noch einen letzten Tipp für unsere Zuschauer? Ja, wie ist es so bei der Misswahlen? Was hast du noch als letzte Botschaft oder als Wunsch an die Zuschauerinnen und Zuschauer? Weltfrieden! Nein.
ich wiederhole mich zum tausendsten Mal allenfalls. Pflegt bitte ein respektvolles Miteinander. Wir dürfen eine so fantastische Welt beleben, da hat Egoismus einfach nichts verloren. Nichts. Ego, go to hell. Das sind meine letzten Worte. Dann danke ich dir für unser sehr lachendes Interview. Kann ich da, das ist mein Naturell. Lachen, ein Tag ohne Lachen geht gar nicht bei mir. Definitiv nicht. Danke dir, Helene, für diese Opportunität. Danke allen, die die Geduld gehabt haben. Über, wie lang sind das? 1:15, Jesus Gott, dabei zu sein. Ich hoffe, ihr durftet etwas mitnehmen für euch. Dankeschön nochmals allen. Dankeschön, Helene. Jo, bitte. Und dann heißt es wieder einmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Bis es wieder heißt, everyone has a story. Auch du hast eine Story.